Kinder und Jugendliche aus der Ukraine erleben derzeit noch bis 7. August in Graz einige unbeschwerte Sommertage. Was vor vielen Jahren als Erholungsaktion für bedürftige Kinder aus der Umgebung von Tschernobyl auf Initiative von Global 2000 begonnen hat und während der Corona-Pandemie unterbrochen war, wurde heuer von der Mosaik in Graz wieder aufgenommen, nämlich Gastgeberin für ukrainische Kinder und Jugendliche in Notlagen zu sein. Diesmal unter dem besonderen Aspekt des Kriegs in der Ukraine. Ein Beitrag von Peter Rudloff. Diese beiden Buben sind zwei von insgesamt 14 Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine im Alter von 4 bis 17 Jahren. Derzeit können sie in Graz unbeschwerte Wochen genießen. Zum Beispiel einen Nachmittag mit den roten Nasen. Mein persönliches Ziel, dass sie so viel lachen wie möglich und wieder wie ein Kind sich fühlen und ganz, ganz viele Sachen unternehmen, psychologisch, entertainment-wise, aber auch physisch-wise, weil wenn sie sich bewegen, zum Beispiel im Bad, wir gehen ganz viel schwimmen, wir gehen ganz viel spazieren gehen, wir haben auch getanzt, dass sich der Körper ein bisschen so entspannt und auch vergisst sozusagen oder wieder erlebt, was sie dort physisch, aber auch psychisch erlebt haben. Lydia Akreshora ist die ukrainische Leiterin des Global 2000 Projektes. Sie sind ziemlich gekommen, so schüchtern, aber auch sehr wenig haben sie gelacht und jetzt haben sie gesehen, Akrobaten geworden oder Gymnastik und dann gespielt und dann auf der Bühne performt haben und das hat mich unglaublich gefreut und ich glaube, in einer Woche erreichen wir noch mehr. Die roten Nasen waren nur eine der vielen Attraktionen bei diesen Wochen für ukrainische Kinder und Jugendliche in Graz. Für die Gastgeberin, die Mosaik GmbH, hat vor Ort Charlie Brunner die Sommerwochen koordiniert. Sein Ziel dabei? Wie wir es auch in unserer Arbeit mit Kindern mit Behinderungen als Ziel haben, ermögliche wertvolle Erfahrungen. Und das kann für jeden was anderes bedeuten. Das ist Spielspaß im Garten, das ist so außergewöhnliche Dinge wie die Greifvogelschau auf der Riegersburg, der Hexenexpress am Schöckl oder natürlich die Schokoladefabrik Zotta. Und man sagen muss, der Herr Zotta hat ja ein sehr schönes Schild aufgebaut, Make Chocolate Not War, Mr. Putin. Das war schon sehr, sehr, sehr dicht und berührend, wenn man dann quasi mit den Leuten dort ist, die genau darunter leiden und genau das nicht haben, was ein Kind haben sollte. Freude, Spiel, Freiheit, lustig sein. Und insofern hoffe ich einfach, dass das viele von den Eindrücken, die die Kinder bei uns da gewinnen können, einfach nachhaltig sind und ihnen ein Stück, das Leben ist gut, die Menschen sind nicht alle böse und schlecht. Das Leben kann und wird hoffentlich für sie auch wieder schön sein und das ist irgendwie schon ein sehr, sehr schöner Gedanke. Kooperationspartnerinnen der Sommerwochen für Kinder aus der Ukraine waren die Organisationen Lebensgroß und federführend Global 2000. Eine Umweltschutzorganisation, die schon seit fast 30 Jahren Projekte für Tschernobyl-kranke und notleidende Kinder in der Ukraine durchführt. Lisa Grassl von Global 2000. Seit dem Angriffskrieg letztes Jahr haben wir natürlich auch abseits von den konstanten Medikamentenlieferungen und der Zusammenarbeit mit den Vororteinrichtungen auch die Umstände geändert, sodass wir auch versucht haben, die Kinder zu evakuieren, die es gebraucht haben. Und auch mit unserer Stiftung vor Ort, mit der Direktorin Julia Konodopzowa, die Vororthilfe betreut, versuchen wir auch unsere Expertise im Bereich der Wasseraufbereitung jetzt zur Verfügung zu stellen, ganz klar. Auch im kommenden Jahr kann Global 2000 wieder mit der Mosaik als Gastgeberin für Kinder aus der Ukraine rechnen. Geschäftsführerin Ruth Jaroschka. Mosaik steht für Gleichberechtigung aller Menschen und es gibt Kinderrechte auf der Welt und jedes Kind hat das Recht, im Frieden, ohne Gewalt aufzuwachsen, lachen zu dürfen. Es haben nicht alle Kinder diese Voraussetzungen und wir haben einfach die Möglichkeit, gerade im Sommer, wo das Haus nicht so voll ist, diese Aktion zu unterstützen, jetzt schon seit vielen Jahren und Kindern die Möglichkeit zu geben, 3 Wochen lang Frieden zu haben, lachen zu dürfen, keine Angst haben zu müssen, dass etwas passiert, während sie schlafen, während sie unterwegs sind.
Die Kinder aus der Ukraine werden noch bis 7. August zu Gast in der Mosaik sein. Was einigen von ihnen bisher am besten gefallen hat? Ja, eine Schokoladenfabrik. Es hat mir am meisten die Schokoladenfabrik gefallen. А тебе, Вовка? Мне все понравилось. Es hat mir alles gefallen.